Showdown in Spandau, der erste gegen den zweiten in der Regionalliga Nordost. Und es geht um nicht weniger als die Chance zum Aufstieg in die GFL 2 zwischen den Spandau Bulldogs und dem Tabellenführer Berlin Adler. Im Hinspiel hatten die Bulldogs beim deutschen Rekordmeister ein 36:36 Unentschieden erkämpft. Jetzt soll ein Sieg auf eigenem Platz den Einzug in die Relegationsrunde um den Aufstieg perfekt machen. Und am Ende des Tages werden wir heute sehen, wer feiert. Ja, wir sind wahnsinnig gespannt, die Jungs sind heiß, ich denke die Adler sind auch heiß. Und alle werden alles geben, ja, davon bin ich überzeugt, dass jeder alles abrufen wird. Und ja, ich freue mich einfach auf dieses Spiel, ich versuche es zu genießen, so wie man es genießen kann logischerweise. Aber es ist halt einfach, ja, da ist eine Menge Brisanz, eine Menge Anspannung. Und die Anspannung merkt man den Bulldogs an. Unmittelbar nach dem Kickoff gelingt Keenan Savage ein toller Run über 50 Yards. Die erste Chance für die Gäste. Und die nutzt Brian Zerbe zur 6:0 Führung für die Adler. Immerhin, der Point After Touchdown misslingt. Klassischer Fehlstart für Spandau, doch die Bulldogs lassen sich vom Rückstand nicht schrecken, halten mutig dagegen. Erst gelingt Steven Wetzel ein toller Raumgewinn von rund 40 Yards. Dann verpasst Lorenz Mohr nur knapp den Pass von Quarterback Sven Sammans. Kurz darauf ist es dann aber soweit, die Bulldogs drängen das Leder in die Endzone. Touchdown Spandau, 6:6 Ausgleich. Doch Bulldog-Coach Cüneyt Özkan will mehr, lässt die Two-Point-Conversion versuchen, doch die misslingt. Es bleibt beim 6:6. Das zweite und dritte Quarter gehört dann allerdings ganz den Adlern. Hier bringt Zach Kavanaugh das Ei bereits zum 6:19 über die Goal-Line. Der anschließende PAT bringt den Adlern eine komfortable 14-Punkte-Führung. Im Schlussviertel dann zunächst das gleiche Bild. Corbin Burke hier mit dem Catch zur 6:26 Führung. Schuss von Marius Fitz bringt dazu noch den Extrapunkt. Doch die Bulldogs geben nie auf. Sven Sammans Pässe finden zwar zunächst Mike Arndt, und kurz darauf auch Lorenz Mohr, bringen aber nichts Zählbares. Erst als der Quarterback das Leder an Adrian Peter weitergibt, ist der auf und davon und markiert den 12:27 Endstand. Für Vereinslegende Manuel Neumann ist die Niederlage aber kein Grund zur Trauer. Die Stimmung war super vorm Spiel und wir haben uns überhaupt nicht als Underdog gefühlt. Wir haben wirklich daran geglaubt, dass wir heute was reißen können. Und durch ein paar kleine Situationen hätte es auch ganz anders laufen können für uns. Nach 30 Jahren Football ist es für Neumann die letzte Partie als aktiver Spieler. Das Urgestein bleibt den Bulldogs aber sicherlich erhalten. Football ist halt mein Leben. Das heißt nicht, dass ich aufhöre. Ich werde trotzdem immer beim Team bleiben, weil das ist meine Familie, das ist mein Leben. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens damit verbracht, mit den Bulldogs. Bulldogs Football ist halt mein Leben. Für mich gibt es nichts anderes außer Bulldogs Football. Dem bleibt nichts hinzuzufügen.